Herzlich willkommen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Angespielt von der App Dragon Wars. Die hieß irgendwie, glaube ich, anders, oder? Doch, Dragon Wars hieß sie. Okay, ich habe gerade wieder was anderes gelesen, ja? Es ist zumindest schon mal deutsch, finde ich schon mal schön. Ich habe ja vor ein paar Tagen, Wochen auch ein anderes Dings angespielt gehabt, ein anderes Kartenspiel. Card Wars hieß es, glaube ich. Und das scheint ja auch irgendwie ein Kartenspiel zu sein. Aber wenn wir uns mal überraschen lassen. Hallo, ich habe gehört, dass du wissen möchtest, wie man Dragon Balls spielt. Bei mir bist du genau richtig, denn keiner spielt Dragon Balls so gut wie ich. Das Ziel ist ganz einfach, besiege mit deinen Kreaturen meine. Da du noch keine Kreaturen besitzt, kannst du dir erstmal welche von mir leihen. Zu Beginn spielen wir beide eine Kreatur. Schnapp dir die rote Kreaturkarte und ziehe sie auf das Brett. Okay. Ui, sieht aber cool aus. Das sind deine Aktionskarten. Am Anfang eines Kampfes erhältst du auch einige Zufallskarten. Tippe auf diese Karte, um sie zu überprüfen. Tippe auf das Textfeld der Karte. Ich werde jetzt etwas richtig Cooles zeigen. Angriff. Bei normalen Angriffen wird anhand des Angriffswertes einer Kreatur der Schaden bestimmt. Der Schaden durch normale Angriffe wird durch den Verteidigungswert des Gegners verringert. Es gibt 5 Kreaturenklassen in Dragon Wars. Diese Kreatur ist ein Kämpfer. Sie verfügt über einen starken Angriff und verursacht hohe Schaden durch Ziehenangriffe. Zu Anfang wäre es klug, wenn du deine Angriffskarte bei deinem Kämpfer ausspielst. Bam! Du Glückspilz, du hast einen kritischen Treffer gelandet und doppelten Schaden durch den Angriff verursacht. Das Ausspielen von Aktionskarten und alle anderen Handlungen im Kampf erfordert Energie. Aber du hast keine Energie mehr. Tipp auf die falsche Zug, um deinen Zug zu beenden. Jetzt ist der Gegner dran. Jetzt werde ich etwas Energie verwenden, um eine meiner Kreaturen einzusetzen. So, die hat 15 Energie gekostet da oben. Bei jedem Zug wird deine Energie um den Wert 10 bis zu einem Maximum von 100 aufgefüllt. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich werde dir nur zeigen, wie du einen Ziehenangriff durchführst. Ziehe von deinem Kämpfer auf eine meiner Kreaturen, um deine Energie für einen Ziehenangriff einzusetzen. Immer wenn du einen Ziehenangriff durchführst, erhältst du eine neue Aktionskarte. Durch Aktionskarten können Kreaturen ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und das viel besser als nur durch Ziehenangriffe. Jede Kreatur verfügt über einen eigenen Satz Aktionskarten. Die Kreatur, mit der du angreifen willst, bestimmt also die Karten, die du ziehen kannst. Ich zeige dir jetzt eine weitere Kreaturenklasse. Bestimmt Support oder so. Blaue Kreaturen sind Mystiker. Durch Ziehenangriffe verursachen sie nicht viel Schaden. Also bestimmt Heilung. Aber mit Hilfe ihrer Aktionskarten können sie jede Menge Schaden mit Magie zufügen. Wow, lass mal Minotaurus in Ruhe. Oder deinen, eher gesagt. Dein Kämpfer stirbt gleich. Ziehe diese grüne Kreatur auf das Brett. Grüne Kreaturen sind Wächter. Sie verfügen über die größte Gesundheit und besitzen einige wirklich einzigartige Aktionskarten. Diese Aktionskarte ist der Schlüssel für jede Defensivstrategie. Sieh sie dir an. Mut für 2 Züge gewähren. Nur Kreaturen mit Mut können anvisiert werden. Stapel erhöht Dauer in Zügen. Okay, also für 2 Tage, für 2 Züge ist sozusagen dieses Ziel das Target. Und kann nur angegriffen werden. Du hast gerade noch genug Energie, um deinen Mystiker zu spielen. Vielleicht solltest du ihn besser auch einsetzen. Okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, muss ich sagen. Jetzt bin ich gezwungen, deinen Wächter anzugreifen. Sein Mut führt dazu, dass deine anderen Kreaturen sozusagen unantastbar sind. Guard. Er hat auch jetzt einen Guard. Donnerangriff. So, jetzt ist mein Zug wieder dran. Dein Wächter ist stark. Ich habe ihm in diesem Zug gerade mal einen Kratzer zugefügt. Dieser Mut-Effekt endet in der nächsten Runde. Dann werde ich deinen Kämpfer vernichten. Es wird Zeit, deinen Mystiker einzusetzen. Führe einen Zielangriff mit ihm um eine Aktionskarte zu ziehen. Boah, diese Karte könnte mein Ende sein. Tipp sie an. Magischen Angriff mal 2 Bereich auslösen, also ein AOE-Angriff. Genau, bei normalen Bereichskarten wirken sich auf Kreaturen und ihre Nachbarn aus. Dein Mystiker hat den höchsten Magiewert. Ziehe also die Karte auf ihn. Ihr seht da unten immer diese Knubbel. 20 Energie kostet, also 20 Energie hat das, also diese linke Zahl. Dann 50 Schaden mit normalen Angriffen und 210 mit Magie-Angriffen. Badam! 420 kritisch, damit sind nicht alle, jetzt sind alle tot. 2 kritische Treffer nacheinander, das nennt man wohl Anfängerglück. Ich denke, du könntest bei diesem Spiel wirklich erfolgreich sein. Lass uns mal einen weiteren Schritt wagen. Ich werde jetzt zeigen, wo die richtig guten Spieler zu finden sind. Na, im Internet natürlich. Wo denn sonst? Nein, danke. Wie lautet dein Name, Wanderer? Na, wie wohl? So. Hier in der
Was? Hier in Dragardia geht jeder in der in die Langrohr-Taverne, wenn er in Dragon Wars kämpfen möchte. Tippe sie jetzt an. In der Taverne gibt es viele verschiedene Kampfligen. Jede Kampfliga bietet eine Reihe von Kämpfen mit unseren Spielern vor Ort. Der erste Kampfliga besteht aus mir. Dann lass mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Na gut, wollen wir die einfach mal angreifen? Ich habe dir für einen leichten Einstieg ein paar Kreaturen gegeben, aber schon bald wirst du bessere haben wollen. Und dann mal los. Oben rechts seht ihr übrigens unsere 5 von 5, das heißt unsere Energie. Heißt, wir können 5, genau, da ist jetzt nämlich die eine Karte weg. Das heißt, wir können 5 Kämpfe bestreiten. Zumindest sofern die alle nur eine Energiekarte kosten. Helena der Schatten. So, wer ist zuerst dran? Ich beginne. So, wir haben 5 Aktionskarten und 3 Kreaturen. Wie in jedem Kampf beginnst du damit, eine deiner Kreaturen zu spielen. Eine gute Strategie ist, zunächst mit deinem Wächter anzufangen, denn er kann Schaden aufhalten und besitzt außerdem einige nützliche Aktionskarten. So, spielst du deinen Kämpfer mit deinem Wächter, hast du sowohl offensive als auch defensive abgedeckt. Du besitzt jetzt einige neue Aktionskarten. Sieh dir diese mal etwas genauer an. 100% Angriffsbonus gewähren Ruf des Drachen. Ja. Und diese Gegenangriff gewähren, okay. Beim nächsten Angriff auf diese Kreatur wird ein Angriff ausgelöst. Stapel erhöht Anzahl. Wenn du Gegenangriff einer Kreatur mit Mut hinzufügst, muss diese Kreatur angreifen und werden auch von dir angegriffen. Du kannst eine Kreatur antippen, um ihre Werte und Aktionskarten zu prüfen. Schwerer Tarak. Tarak. Okay. Das sind seine Spezial, seine Fähigkeiten oder wieder also seine Aktionskarten, die er da hat. Hier zum Beispiel sowas hier. Bereit zum Kampf, 10% Heilung gewähren und Angriff auslösen. Und so weiter und so weiter. Setze Kreaturen ein, spiele Aktionskarten und führe 10 Angriffe durch. Jetzt liegt es an dir. Na gut, dann würde ich sagen. Na, gute Frage, ne? Kann man die auch auf den ziehen? Tatsache, guck mal. Oh, die Zahlen hauen wir gleich mal die beiden. Gucken wir ihn nach. Mut in Kombination mit Gegenkampf bedeutet, dass sie einen Treffer einstecken muss. Und den hier noch. Out of energy. Oh, verdammt, die brauchen noch Energie zum Angreifen. Na gut. Dann müssen sie halt erstmal jetzt den angreifen und werden halt einfach zerfickt, wenn sie angreifen. Bam! Magischer Sturmangriff. Jetzt ist meine Runde wieder dran. Na, ich denke, ich werde den angreifen. Angriff 2 mal 2 auslösen. Out of energy. Oh, Alter, holy shit, brauchen nicht viel Energie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geduld und Fokussierung. Jetzt muss ich den angreifen. Schlag. Ruf des Drachen. Na, der ist ja ordentlich dabei. Angriff mal 2 auslösen. Oh, der hat seinen Mut verloren. Aua. Okay, mehr kann ich leider nicht machen. Ich könnte hier vielleicht noch das Ding benutzen. Ach stimmt, vielleicht sollte ich auch mal eine neue Dings setzen, eine neue Kreatur. Entschlossen, der will meinen Guard töten, muss mich verarschen. So. Arkane Kampfkünste, oh, ganze 9 Schaden, das ist ja irre, Alter. Da ist ja Wahnsinn, das ist ja mehr Schaden, als ich überhaupt hier, als ich denken kann und so, ne. So, mein Dings ist tot, mein Guard, auf jeden Fall. Eine deiner Kreaturen wurde besiegt und kann für den Rest des Kampfes nicht mehr eingesetzt werden. Deine restlichen Kreaturen können immer noch kämpfen. Setze sie also gemeinsam ein, um mein Team zu schlagen. Ich denke mal stark, dass ich gefistet bin. Oh, 460, okay. Oh, ich habe da auf Go gedrückt. Na? Entschlossen, das Heilige wieder. Ja, die geht mir jetzt ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Schon wieder? Alter, was kriegen die noch alles? Hey, willst du mich verarschen? Wie oft kannst du noch angreifen? Alter. Kritisch. Der muss jetzt den noch angreifen. Bam! Critical. Ey, wir haben so richtig krasse High-Mana-Karten die ganze Zeit auf der Hand. Und der kriegt die ganze Zeit so Lowies, ja 15, weißt du? Naja, die ist tot. Das ist ziemlicher Bullshit, muss ich sagen.
Aber hey, okay. Bam, bam. Critical, critical. So, jetzt können wir nochmal angreifen. Ich hoffe einfach mal, sie kann mich noch nicht killen, denn dann haben wir nichts ohne gewonnen. Aber ich gehe mal, ich meine, die hat 85 Mana noch. Ich denke mal schon, dass sie mich töten würde. Jetzt nochmal anschlossen, das scheiß Ding. Und ich habe verloren. Ist das heftig, ey, ohne Scheiß. Einfach zu krass. Ja, auf dem Mana, genau. Schade. Ich habe immer noch. Achso, ich kann gar nicht sterben. Okay, ich hätte, wäre vorhin schon gestorben, ich hab's doch gewusst. Gut, dann würde ich sagen, lösen wir noch zweimal Angriffaus und dann war's dann auch. Ja, ich kritte natürlich nur, ist ja logisch. Es besteht die Chance, dass die Kreatur einfängst, wenn du sie im Kampf besiegst. Sammle Kreaturen, um mächtige Teams aufzubauen, die du für die Herausforderung brauchst, die noch vor dir liegen. Sehr schön. Ja, dass wir da irgendwie 100 HP mehr hatten, als wir eigentlich hatten. Grinse. Zwei Kreaturen verloren. Haben allerdings nur einen Stern kassiert. Zwei Sterne kassiert. Keine drei Sterne Leistung hingelegt. Und ich habe ein Ding gewonnen. Sonnenstrahl-Irrlicht. Regeneration und einige tolle... einige tolle Aktionskarten. Check. Dann gehen wir wieder zurück zur Taverne. Machen wir noch einen Kampf, würde ich sagen. Ich meine, die Kämpfe sind ziemlich geil, muss ich sagen. Oh, vorher. Das da. Einen Kampf machen wir noch. Rack up, Level 2, plus 1 und plus 1. Okay. Einen maximalen... mein Team freigeschaltet. Eine maximale Energie da oben für die Karten dazu. Du hast die Heimstadt freigeschaltet. Du kannst ihm nutzen, um neue Kreaturen deinem Team hinzuzufügen. Ja. Also 5 Kreaturen kann man maximal in einem Team haben. Bei dem... auf geht's, schon wieder sie. Erneut gegen sie. Brotus aus dem Ödland gegen Helena der Schatten. Oh, ich bin schon wieder dran. Cool. Die Drachenmünze steht anscheinend immer für mich. Diese neue Kreatur gehört zur Klasse Regeneration. Sie wird Aktionskarten, die eine Kreatur heilen und schützen. Hier ist eine der Karten. 20% Heilung gewähren, okay. Sie heilt den erlittenen Schaden einer der Kreaturen. Wirklich nützlich. Und noch eine. Schild gewähren, okay. Sehr schön. Hebt allen Schaden auf, wenn diese Kreatur das nächste Mal angegriffen wird. Stapel erhöht Anzahl. Bring jetzt deine Kreatur, okay. Recovery. Mystic. Player's Turn. Jetzt bin ich wieder dran, okay. Guard. Mein Guard werde ich mal hinsetzen. Okay, Gegenangriff und magischer Sturmangriff. Der hat irgendwie was gegen meinen Guard, kann das sein? Schild gewähren. Oder Angriff auslösen. Naja, das doofe ist, der hat halt so einen Gegenangriff aktuell parat. Ich hätte mal noch einen hinsetzen. Lass mal erstmal. Da muss man echt viel überlegen. Man kann, gleich der Anfang kann wirklich eine ganze Menge entscheiden. 25% Heilung gewähren. Er werden ihm auch definitiv. Ah, es ist kacke. Bam. Okay, 15 Schaden ist in Ordnung. Das sehe ich noch als ganz okay an. So, Move für 2 Züge. Jetzt darf er schön meinen Wächter angreifen. Was sowieso wahrscheinlich vorhatte. Aber ist egal. Wir werden ihn auf jeden Fall gleich auch heilen. Später. Nicht jetzt. So, wir könnten ihn theoretisch jetzt die ganze Zeit angreifen. Ne, kommen wir nicht. Wir haben zu wenig. Zu wenig Points. Natürlich wird mein Damage-Dealer jetzt angreifen. Tja, ja, mehr kann ich hier nicht machen. Mehr lohnt sich ja auch gar nicht. Glaube ich zumindest für den Anfang. Okay, dann auf jeden Fall. Na, Heilung lohnt sich jetzt auch noch nicht. Wir können auf jeden Fall erstmal
Was, wenn ich den jetzt mache? Aber er hat kein Monster mehr. Ich kann mit dem gar nichts machen, Mann. Nämlich kann mit dem nicht angreifen. Na gut, dann werden wir mal Heilung gewähren. Beruhigende Heilung, Berührung. Berührung war es, glaube ich, gewesen. So, na, dann zeig mal deine Kreatur. Da ist die nächste. Auch wieder ein Heiler. Oh, jetzt will das aber, jetzt will das aber wissen, ey. So. Zweimal Angriff auslösen. Bam, bam. Verdammt, er ist noch nicht tot. Das ist echt fies, weil du ja wirklich in einer Turn so viel machen kannst, wenn du jedes Mal die Karten wieder kriegst. Wahnsinn. So, Angriff. Brauch ein paar Regenerationskarten wieder. Ach, immer diese Schilde, ey. So unfassbar. Glück gekommen, jetzt besitzt du ein wenig Sicherheit. Ach, sag bloß. Sei ruhig. Hat den Schnabel. So, wir machen ein paar Wächterpanzer. Wir werden theoretisch auch alles auf den Tank geben können. Sehe ich jetzt aber nicht ein. Bam, Shield. Ja, was hat denn der bitte für eine riesige Hand noch? What the fuck, ey? Wenn das auf jeden Fall auch mal ein bisschen... Ja, ein bisschen, Dings sammeln, ein paar Karten sammeln. Das ist unglaublich, eine Turn, du kriegst drei Karten wieder, das ist echt Wahnsinn. Ich hab's am Anfang mit Hearthstone vergleichen wollen, aber das war ja nicht mal ansatzweise, das ist ja nicht mal wirklich ansatzweise wie Hearthstone, weil das ist ja so krass, das ist ja komplett anders. Au. Okay, glücklicherweise haben die auch ein Schild gehabt, das war gut. 20 Mana ist maximal bei uns, 100 Mana meine ich. Damit sind also alle Mana-Punkte... Haben wir alle Mana-Punkte erhalten. Bam! Oh, verdammt, der hat ein Schild gehabt, ernsthaft? Ist aber nicht in Ordnung hier. Bam! Gegenlauf gewähren. Ja, hauen wir den mal hier rein. Verdammt, ich hoffe, er heilt nicht. Ich hoffe, er kann nicht heilen. Beruhigende... Okay, glücklicherweise auf ihn. Da bin ich schon mal zufrieden. Na, lass mal Heiler in Ruhe, du Bitch! Das ist unglaublich, oder? So. 30. Ui, ein Ei wieder. Sehr schön. Bam. Ach, kann man sogar mehrfach mit denen angreifen, ja? Solange man halt Mana hat. Kann man das also durchaus machen. Das ist krass, wie viele Karten er auf der Hand hat. Holy shit. Die will ich mal, mein Kleines töten, oder? Ist Wahnsinn. Was bist du nur für ein Lappen? Na gut, er hat sowieso keine Dings mehr, hat keine Einheiten. Machen wir es einfach ganz einfach so. Also das ist auf jeden Fall schon echt lustig, das Spiel. Oh, ist wieder sauer. Tut mir ja leid, aber... Tja. So, das ist halt. Ich habe eine Kreatur verloren, habe dafür aber dennoch noch alle drei Sterne bekommen. Wir kriegen nächsten Rang. Aufstieg. Ein paar Coins und wieder als schöne Drachen das nächste Ei. Ui, gewöhnlich. Ein Stern leider nur. Sheroid Shirup. Was, oh Gott, ist das ein Name, ey, ohne Scheiß. Gebergewehren, okay. Scheint auch so ein bisschen magisch veranlagt zu sein, dieses Monster. Kampf. Da haben wir, glaube ich, die Übersicht von den Drachenprüfungen links wieder. Ne, genau, wir müssen das unser Team wahrscheinlich auch... Und wieder eins dazu, sehr schön. Jetzt kriegen wir nämlich auch die Münzen, jetzt haben wir auch die Münzen als Anzeige. Ich möchte jetzt eigentlich gerne das von meinem Team, aber gut. Das wäre jetzt also der Boss gegen der letzte. Ich kann aber also nicht mehr raus hier, schade. Ich müsste jetzt also theoretisch gegen ihn kämpfen. Ihr seht auch, dass er... Ist das fair? Der hat ein 5-Sterne-Monster. Das hässliche Gelbe dort. Das ist ein 5-Sterne-Monster. Leider kann ich hier nichts anderes mehr machen. Ich habe gerade auch im Menü gesehen, könnte ein paar Sekunden zurückspulen, wo ich diese Taverne anwählen musste, dass unten links Missionen waren. Heißt also, täglich 3 Missionen gibt es hier anscheinend auch noch. Ja, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt gerne weiter... Nein, ich möchte nicht. Achso, man kann hier sein Team noch bearbeiten. Will ich ja. Lass mich... So.
So, ja, aber ich möchte jetzt nicht weiterkämpfen, vielen Dank. Ihr seht, ich hatte ein 5er-Monster, ein 5-Sterne-Monster, dabei habe ich nur ein Guard 2-Sterne-Monster, sonst hat er auch nur 2 Sterne. Holy shit, ist der stark. Aber man muss anscheinend gegen sie kämpfen jetzt. Wer aber spielen möchte, Dragon Wars, der kann das gerne tun. Ich finde es auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Es sieht auf jeden Fall gut aus, es ist ein bisschen farbenfroher, mir gefällt's. Es ist deutsch, es ist in Ordnung und ganz so schlecht ist es auch nicht. Ist halt ziemlich schwer, finde ich. Weil man so gesehen unendlich Karten hat, man muss wirklich mit seinem Mana richtig, richtig gut umgehen können. Aber ja. Stellt sich später heraus, ob es gut, schlecht ist, wie auch immer, die Drachenprüfungen, das ist halt so eine Art Tutorial. Sagen jetzt nicht unbedingt so viel aus. Wer spielen möchte, wie gesagt, in der Videobeschreibung sind die Links zu dem Spiel. Gerne mal eure Meinung zu diesem Spiel, wenn ihr es schon mal selber gespielt habt oder was ihr so von dem angespielt gerade haltet, was ich gerade gespielt, getestet habe, in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Angespielt. Ciao, Leute!